Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Times 2. So, ich habe jetzt schon mal ganz kurz noch eine weitere Enrichment Chamber gebaut. Denn so wie wir es jetzt gemacht haben mit den Infusen, kostet eine ganze Menge Redstone. So, und jetzt kommen wir mit einem von denen, kriegen wir quasi 8 Redstone. Das also. Ich habe jetzt noch mal was geguckt, einmal wegen Licht, und wir brauchen auf jeden Fall Energy Upgrade, wenn wir das upgraden. Und dafür brauchen wir halt einen Stack. Deswegen. Brauchen wir noch ein bisschen Iron. Iron. So, und das kommt da rein. Das läuft jetzt in einer dreifachen Geschwindigkeit durch. Dann brauchen wir unseren Hammer und wir brauchen Gold, denn wir brauchen 32 von denen. Ich mache jetzt exakt nur 32, nicht dass wir hier zu viel haben, und ich muss gucken, was ich noch an Sand habe, dass wir das mal hier ein bisschen durchbrennen, denn wir brauchen das Glas. Ich mache gleich noch ein bisschen mehr Sand rein. Alles, was wir haben. Sehr schön. Wie seid ihr? Oh, geht langsam voran. Also Glas haben wir auf jeden Fall. Dann genug, jetzt müssen wir nur noch warten, bis die fertig sind. Und dann brauchen wir halt unsere Tier 1 Installer. Da zählen wir gleich mal durch, wie viel wir brauchen. Wir brauchen 8, 16, 16 Osmium, 16 Stück. Und dann brauchen wir 4, 8, 8. Nochmal 32 Eisen. Iron. So, hier brauchen wir jetzt hier 4, 8, 12, 16. Und das sind 8, 16, also 35. Gut, dann läuft das durch. Das heißt, wir müssen dann erstmal die Osmium machen. Also geht das quasi hier auf. Läuft bei uns. So, hier läuft langsam das Eisen durch, wirklich langsam. Ja, ich hätte hier Speed-Upgrades reinhauen können. Ich hätte auch schon ein bisschen mehr vorbereiten können, aber so ist es nun mal. Hier sehen wir. Wir haben dann erst noch ein Ziel mehr. So. Gleich mal hier alles durchgucken. Noch ein Old Modium sieht. Sehr schön. Gleich sind wir ja fertig. So. Dann haben wir die Energy Upgrades und bereiten wir alles auf die Installer vor. Haben wir jetzt hier noch was unten zum Hochholen? Eigentlich das. Das hier alles. Gold können wir gleich mal mit hochholen. Hier haben wir Lapis drin, hier haben wir Kupfer. So. Es wird mal wieder Nacht. Es wird Nacht in Minecraft, wer hätte es gedacht? Oh, er arbeitet, aber hat jetzt den letzten fertig. So, Osmium rein. So, da haben wir unsere Upgrades, die wir jetzt schon mal reinpacken können. Da sparen die schon mal Strom. Energy, so.
Speed-Upgrades machen wir jetzt noch keine rein. Denke ich zumindest erstmal. Und dann brauchen wir unseren Installer. Was haben wir noch an Planken da? Ja, da haben wir noch genug da. Ne, komm. So. Sehr schön. Also, eins. Nein, jetzt fehlt Eisen. Gut, dass wir schon was produziert haben. Zwei. Drei. Vier. Shift, 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 Shift. So. Autosort on. Autosort on. So. Vielleicht machen wir noch ein paar Speed-Upgrades dann später rein. Aber jetzt läuft erstmal die Verarbeitung davon. Und dann werden wir uns noch mit ein paar Seeds beschäftigen. Na, mit denen. Beziehungsweise Stahl haben wir doch jetzt schon. Genau, also Stahl fällt raus. Gold, Eisen, Osmium, Kohle, Diamond. Ich bin ja gespannt, wie viele Emeralds habe ich denn? 20. Gucken wir gleich mal. Emerald Essence. Ja, machen wir auch gleich noch von denen einzieht. Wenn wir es hinbekommen. Aber die wichtigsten sind erstmal Gold, Eisen. Und dann andere dann peu à peu. So, bist du fertig? Gleich. So, also müssen wir das hier 8-mal herstellen. Jetzt nimm da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und zack. Zip, 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 zip. Autosort ist on, ist immer noch on. Sehr schön. Das wird jetzt hier durchgearbeitet. Hier haben wir mal genug. Ach, der ist jetzt auch schon voll. Mache ich mal mein Jetpack rein. Kannst das in Ruhe erstmal vollziehen. Und wir beschäftigen uns mal mit den Seeds. Essence. Wie viel habe ich denn jetzt? Nicht so viele, wie ich gehofft hatte. Ich hatte ja alles hier umgecraftet. Ja, ist natürlich nicht so prickelnd. Also machen wir mal was anderes. Habe ich die hier noch drin? Ja. So, wie viel Truhen habe ich? Hier sind vier, also ich brauche noch mehr. Ich brauche noch viel, viel mehr. Ja, die könnten lang. So, also ich brauche jetzt erst einmal zwei Hammer, sieben. Sieben Hopper da für die Hopper-Nipots und nochmal acht für die Hopper an sich. Also 15 Hopper. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das sehen wir ja hier. 15 Mal. Gut. Dann brauchen wir ein paar Pots. 7 Stück. Und dann das. Sieben. Okay.
Gut, also wir machen die Kiste gleich mal auf Gold wieder hoch. Erstmal brauchen wir wieder Iron. Habe ich hier noch Iron drin? 11 Stück. So, und das wird jetzt mit Gold umrandet. Schon nochmal eine Goldtruhe. So, dann muss ich das dann doch bis zum nächsten Mal ordentlich laufen lassen. So, zack, zack. Jetzt gucke ich mal, was ich an Essenzen habe. Das haben wir. Drei. Wir brauchen insgesamt 9 Farmlands. Master. Wir schauen mal, wie viel wir Tier 2 bekommen. 31. Ja, machen wir so. Und dann müssen wir noch ein paar von unseren Seeds holen. Und ich brauche meine Hoe und meine Erde. Hoe. Dirt. Dann das. Und dann das. So, also hier vorne machen wir die Premium. Und hier hinten dann die anderen mit Tertium. Ja, von dem brauchen wir halt immer mehr. Wird dann hier generiert, jetzt Stück für Stück. Jetzt müssen wir halt warten, bis wir an Essenzen kommen. So, also, das. Also die können wir auf jeden Fall nicht machen. Eisen könnte möglich sein, nämlich Tier 3. Den können wir machen. Aber haben wir noch kein Farmland. Kohle ist Tier 2, können wir machen, haben wir dann auch ein Farmland. Da machen wir jetzt den Kohle-Seed als erstes. Coal. 1, 2, 3, 4. Zack. Den brauchen wir. Und da müssen wir hier ein bisschen Retourcraft machen. Hau und Dürte. So, haben wir dann den Kohle-Seed abgeschlossen. Ach ja, da fehlt der Lever. Der Redstone-Signal fehlt. Habe ich den hier oder liegt der noch unten? So. Dann kann das und das raus. Das kann auch raus. So, und dann brauchen wir dann einen Botany Pot. Einen Hopping Botany Pot. So. Chest. Da haben wir bestimmt gleich noch die Kupfertruhe. Wunderbar. Zack und zack. Sehr schön. Sehr schön. Ich kann was trinken.
So, also heißt es für mich, ich muss das hier durchlaufen lassen. Mal einige Stunden. Wir werden mal noch die ganzen Erze jetzt mal hochholen. Nachdem wir geschlafen haben. Also mal das Kupfererz hochholen. Ja, gut, dass ich nochmal geguckt habe. Und sonst wäre es ein relativ unschöner Sturz geworden. So, die können wir gleich abbauen. Hier sind Prosperity Shards drinnen. Ich nehme jetzt mal eigentlich nur das mit, was wirklich relativ wichtig ist. Vor allen Dingen bei Mechanismen ist ja Osmium wichtig. Entschuldigung. Den Rest packe ich erstmal hier rein. Und dann lasse ich das hier alles durchlaufen. Ja, kann man auch mitnehmen gleich. Silber, Lead und Gold. Also ja, die anderen Kisten hole ich dann auch noch hoch. Beziehungsweise mal kurz gucken, können wir das im... Jawohl, kann man auch duplizieren. Sehr schön. Gut, also ich lasse das Offscreen hier durchlaufen. Vielleicht mache ich mal noch ein paar Speed-Upgrades. Zumindest für den hier. Wir gucken mal, was wir brauchen. Upgrades. Upgrade Speed. Osmium Dust. Mach mal. Das. Dann brauchen wir einen Redstone. Zwei Redstone. Also sind wir bei 16. Iron. Vorher enrichen, sonst wird es nichts. So, sobald das erste durch ist, hauen wir das rein. So dass man es noch sieht, wenigstens. Nicht, dass er sagt, hey, du hast alles gecheatet. Nein, ich cheate hier nicht. Es gibt hier eine Möglichkeit, kreativ zu fliegen, ja. Aber das wäre der Angel Ring. Der hier, allerdings, wenn wir dann sehen, wir brauchen Nether Stars. Das ist eigentlich das, was Hauptwichtige. Elytra, das heißt, wir müssen den Enderdrachen besiegt haben. Gas drehen, das heißt, wir müssen Gas jagen. Aber das kriegen wir dann auch hin. So. Upgrade. Speed Upgrade. So, jetzt habe ich klar, ich habe ein paar zu viel gemacht, aber ich wollte jetzt nichts verschwenden. Da haben wir ein paar Alloys so da. So, also wir hauen in den, hauen wir mal drei rein. So, man kann das hier einfach verschieben. Jetzt müssen wir hier drei reinhauen. So, das hilft uns noch bei dem durchzuhalten. So, was wir vielleicht in der nächsten Folge machen.
Add Mechanism. Das wird eine große Crafting-Aufgabe. Das ist dann so ein Cube, der uns die, denn hier, den Quantum Entangloporter. Wir brauchen Atomic Alloy, das heißt, wir brauchen Reinforced Dust, wir brauchen einen Refined Obsidian, das heißt, wir müssen einen Obsidian Dust und dann Enrichment Chamber. Also wir müssen dann viel craften und Ressourcen generieren, denn darüber können wir uns auch den Strom hier im in der Dimension holen, weil wir sind hier auf Höhe 80. Jetzt gehen wir mal in diese Dimension, da sind wir auf Höhe 253, also das Maximum. Und wir sehen hier nichts, das heißt, wir können die ganze Dimension leer lutschen. Aber das wird noch eine Weile dauern, weil ich würde dann hier drüben dann quasi ein Storage-Lager machen. Ich werde dann noch offscreen jetzt mal noch ein oder zwei Disk-Drives bauen mit Disketten. Vielleicht gleich auf 4K, mal gucken. Und das hier durchlaufen lassen derzeit ist mittel was normal passiert. Weiter können wir dann die ganzen Erze drin speichern. Fluix Crystal. Würde ich auch gerne noch ein Seed machen. Weil den brauchen wir ja immer wieder für die Kabel. Fluix Crystal an sich. So. Oh, hier geht es jetzt voran. Hier brauchen wir sogar kein Upgrade reinhauen. Vielleicht haue ich hier noch ein Speed-Upgrade rein, das werde ich sehen. Aber jetzt sage ich das mal an der Stelle. Kommentieren, abonnieren, liken. Macht's gut und tschüss.